Ich hatte ja gerade erst vor kurzem ein Video hochgeladen, in dem ich das Fehlen von Trainern im Schützenwesen bemängel. Dieses Video hat zu einer ziemlich kontroversen Diskussion geführt. Auf der einen Seite in den Kommentaren, ihr habt hier nochmal eine Infokarte zu dem Video, aber auch in einem Online-Forum, das nennt sich meisterschützen.org. 6 Jahre lang war ich diesem Forum abstinent geblieben, weil wir einfach schlicht und ergreifend nicht auf einen grünen Nenner von den Inhalten her gekommen sind. Es gab den einen oder anderen, mit dem kam man klar, aber ein Großteil der Benutzer dieses Forums sind halt einfach in einer etwas anderen Welt als die Schützenwelt, in der ich mich befinde. Das ist auch in Ordnung so. Die Problematik beim Schützenwesen, und ich beziehe das jetzt einfach mal so ein bisschen auf Deutschland, ist, dass der deutsche Sportschütze, das ist so ein bisschen das, was bei der Diskussion sich herauskristallisiert hat, ein Einzelkämpfer ist. Einzelkämpfer in dem Sinn, dass er immer nur quasi gegen sich selber antritt und versucht, sich selber immer wieder zu übertreffen. Das kann man so sehen, muss man nicht. Ich sehe es ein ganz klein wenig anders. Aber dieses wird gerne als Argument dafür verwendet, warum es zum Beispiel keine regelmäßigen, strukturierten und angeleiteten Trainings im normalen Breitensport beim Schützenwesen zu geben scheint oder nicht sehr häufig. Es gibt sicherlich Vereine, wo das stattfindet, aber die sind, glaube ich, tatsächlich eher selten. Im Verlauf dieser Diskussion, und das ist mir jetzt gerade heute Nacht, Silvesternacht, wo ich 8 Stunden lang geschlafen habe, ja, ich habe Silvester verpennt, habe ich mir so ein bisschen Gedanken über dieses Thema gemacht, weil erneut die Gemüter sich ein bisschen bei mir zumindest mal hochgeschaukelt haben in diesem Forum. Und ich habe mir noch mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, über das Thema. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass man dieses Thema der fehlenden Trainer nicht pauschalisieren kann. Die Schwierigkeit beim Schützenwesen ist, aus meiner Sicht, wir haben mindestens 3 verschiedene Zielgruppen. Und jede dieser Zielgruppe erfordert eine andere Form der Betreuung, Trainerschaft, wie man das auch schimpfen will. Ein nettes Wort, was gefallen ist in diesem Beitragsstrang bei den Meisterschützen, war Tippgeber. Kann man auch so nennen, wenn man das möchte. Nun, diese 3 Zielgruppen teile ich wie folgt ein. Wir haben einmal Zielgruppe Nummer 1, das sind die absoluten Anfänger. Das sind die neuen Interessenten, die sich den Sport mal anschauen wollen. Sie hatten vorher vielleicht noch nie eine Waffe in der Hand oder sie sind in dem Alter, dass das letzte Mal, wo sie eine Waffe in der Hand hatten, bei der Bundeswehr-Grundausbildung gewesen ist. Diese zähle ich aber, wenn sie keinen erweiterten Dienst gemacht haben, auch ganz normal als absolute Neulinge. Dann haben wir den Fortgeschrittenen. Das ist der, der hat vielleicht schon so sein erstes Jahr hinter sich, vielleicht ein halbes Jahr schon hinter sich, ein Jahr. Hat seine Sachkunde vielleicht schon abgelegt, hat seine erste eigene Waffe. Er befindet sich so ein bisschen in einem Hamsterlaufrad und kommt einfach nicht voran. Und dann haben wir natürlich die Zielgruppe Nummer 3. Das sind die Cracks, das sind die Profis. Die spreche ich in meinem Video und ich glaube auch primär bei meinen Zuschauern eigentlich nicht wirklich an. Und somit gehe ich jetzt einfach nur mal auf die beiden ersten Zielgruppen ein. Die Zielgruppe 1. Hier sollte es in meinen Augen eine absolute Selbstverständlichkeit des Vereins sein, dieses neue Mitglied tatsächlich an die Hand zu nehmen, ihm die Basics beizubringen, dass er in der Lage ist, auch auf die 25 Meter hin zumindest mal die Scheibe zu treffen und das kontinuierlich. Er muss keine 10 ausstanzen, obwohl es auch da wieder Naturtalente gibt, aber er sollte in der Lage sein, nach einigen Trainingseinheiten die Scheibe zu halten. Die Zielgruppe 2 ist dann das, was danach kommt. Hier geht es vielleicht um Kleinigkeiten, Nuancen. Hier bedarf es einfach jemand, der tatsächlich auch hingeht und in der Lage ist, mal diesen teilfortgeschrittenen Schützen mal zu beobachten, zu gucken, was macht er denn? Steht er vielleicht ein bisschen schief? Hält er die Waffe vielleicht ein bisschen unglücklich? Ist sein Finger vielleicht falsch am Abzug? Atmet er falsch? Bewegt er seinen Kopf beim Schießen? Und. Und ihm anhand von Tipps, und daher kann man auch Tippgeber sagen, ihn an diese Themen heranzuführen, ihn das zu erklären und ihm zu erläutern, wie er diese Fehler abstellt, um eben seine Leistung zu verbessern. Auch hier sehe ich es als eine Selbstverständlichkeit an. Und ich finde es ein bisschen unglücklich, wenn Schützen bei anderen um eine solche einfache Unterstützung
betteln müssen. Sowas sollte in meinen Augen eigentlich ganz automatisch und selbstverständlich erfolgen. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich persönlich zähle mich sogar zu der zweiten Zielgruppe. Ich bin kein Profi, ich bin kein Crack. Ich bin weitestgehend auch froh, einfach nur die Scheibe zu halten. Und das zieht sich eigentlich ziemlich deutlich durch alle unsere Mitglieder. Von daher bewege ich mich in dem gleichen Bereich wie meine Mitglieder. Und ich sehe es auch so, dass in dem Moment ich genauso diese Tipps hier und da mal benötige. So wie beim X-Miss-Match mir einer den Tipp mit dem Körperdrehen gegeben hat. Und genau für diese Zielgruppen, Zielgruppe 1 und Zielgruppe 2, sind auch meine Videos ausgelegt. Weil ich eben leider Gottes feststellen musste, dass in vielen, vielen Vereinen selbst diese rudimentäre Unterstützung zu fehlen scheint. Viele lässt man augenscheinlich einfach am langen Arm verhungern. Sie werden sich selbst überlassen. Und das bedeutet im schlimmsten Fall, dass sich dieses Mitglied unwohl fühlt, fühlt sich im Stich gelassen und wird aus dem Verein wieder austreten und gegebenenfalls dem Sport den Rücken kehren, weil er das dann auch pauschal sehen wird. Bei der Zielgruppe 3 sprechen wir dann in dem Moment tatsächlich über diejenigen, die schießen in den oberen Sphären mit, die schießen immer vorne mit, die haben ihre relativ konstanten gleichen Ergebnisse, 298, 99 von 300, 300 von 300 etc. Und diese suchen dann tatsächlich einfach nur noch Unterstützung, wie sie anstelle von 298, da ich mal die 299, die 300 von 300 schießen können. Diese wird man aber nicht in der Form in einem geregelten Training unterstützen können, sondern hier bedarf es dann tatsächlich separierter Workshops, bezahlte Trainings durch Professionelle. Ja, deswegen spreche ich diese Zielgruppe gar nicht wirklich an. Ich glaube aber, ich möchte einfach nur dazu aufrufen, dass die Vereine sich wieder dazu besinnen, ihre Mitglieder der Zielgruppe 1 und Zielgruppe 2 an die Hand zu nehmen. Denn auch diese Mitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Sie haben irgendwo aus meiner persönlichen Meinung heraus, aus meiner persönlichen Sicht, und das ist auch mein Anspruch als Verein, als Vereinsvorsitzender, dass meine Mitglieder sich wohlfühlen, dass sie sich weiterentwickeln und dass sie dadurch Spaß am Sport haben. Und wenn dann auch im Wettkampf die Ergebnisse sich kontinuierlich steigern, weil sie eben die Unterstützung erhalten, die sie tatsächlich anscheinend benötigen, dann ist es mir egal, ob ich vor oder hinter ihnen platziert bin, denn ich habe mein Ziel letzten Endes erreicht. Ich habe es hinbekommen, dass meine Mitglieder Spaß am Sport haben und dass sie in der Lage sind, nicht nur die Scheibe zu halten, sondern auch akzeptable und brauchbare Ergebnisse abzuliefern.